Seien Sie ehrlich, das kennen Sie doch auch. Sie kennen Ihre Partnerin oder Ihren Partner seit vielen Jahren, wissen genau, wie er sich verhält, wissen, was Sie ihm zumuten können und was nicht. Und dann reagiert er oder sie doch völlig überraschend. Tja, der Mensch ist keine Wenn-Dann-Maschine, hat keine Knöpfe, die man drücken kann, und es passiert genau immer wieder das Gleiche. In der Psychologie spielt die Statistik eine ganz große Rolle. Mit dem Feuer ist das ähnlich. Wir Wissenschaftler sind weit davon entfernt, die komplexen Zusammenhänge zwischen Strömungsmechanik, Thermodynamik, Plasmaphysik, Optik auch nur annähernd zu verstehen. Und Chemie, oje. Zehntausende von Reaktionen laufen nacheinander ab. Heute so, morgen bei dem gleichen Brennstoff, aber auch nur ähnlich. Und eine Handvoll dieser Reaktionen kennen wir nur. Es gibt ein altes Foto von mir. Da hält meine Mutter, ich bin noch nicht ein Jahr alt, mich auf dem Arm und ich versuche, eine Kerze am Weihnachtsbaum in der Mitte anzuzünden. Ich bin ziemlich sicher, ich konnte vielleicht gerade laufen. Da wurde mir klar, eine Kerze zündet man oben an, einen Holzscheit am besten unten, und wenn man versucht, eine Holzplatte in der Mitte der Fläche anzuzünden, wird man sicher scheitern. Wir lernen also, dass selbst komplexeste Zusammenhänge in Erfahrungen zusammenzufassen. Ein Streichholz besteht nicht nur aus Holz, sondern ist auch noch zusätzlich mit brandbeschleunigendem Paraffin getränkt. Und trotzdem wissen wir, wenn wir ein Streichholz entzünden und es senkrecht nach oben halten, müssen wir uns keine Gedanken machen, ob wir uns dabei die Finger verbrennen. Das Streichholz wird nach kurzer Zeit von selber ausgehen. Wir sind dieses Verhalten gewohnt und richten uns danach. Ja, die liebe Gewohnheit. Stellen Sie sich vor, der Wärter im Zoo geht morgens zu seinem Gehege und von Weitem hört er schon ein ungewöhnliches Geschrei. Es kann sein, dass nur der Schlauch am Abend auf einen anderen Haken gehängt worden ist als am Tag zuvor. Oder dass die Harke, die üblicherweise in der Ecke steht, diesmal am Boden liegt. Sind wir Menschen da so wesentlich anders? Ich glaube nicht. Gewohnheit spielt eine ganz große Rolle. Ich werde zum Beispiel zwangsneurotisch genannt, wenn ich mich mal ärgere, dass ich zum Beispiel beim Kochen mein Werkzeug nicht am gewohnten Platz finde. Das ist meistens dienstags der Fall. Montags kommt unsere Reinemacher Hilfe und die hat ihre ganz eigene Vorstellung von Ordnung. Auf der ISS sind Dinge durchaus sehr viel anders. Und entsprechend verhalten sich nicht nur die Menschen anders, psychologisch und sogar physiologisch, sondern natürlich verhalten sich auch die Dinge, diesmal reden wir über das Feuer, verhält sich auch ein Feuer deutlich anders. Die gute Nachricht vielleicht zuerst: in der Schwerelosigkeit geht jedes Feuer von selber aus. Vielen Dank. Ah, halt, stopp. Da gibt es noch eine schlechte Nachricht. Das nutzt uns gar nichts. Denn das Gleiche würde auch für die Astronauten gelten. Hätten wir keine Luftbewegung auf der Raumstation, würden auch die Astronauten nach kurzer Zeit in ihrer eigenen Ausatemluftblase ersticken. Das heißt, wir brauchen eine erzwungene Luftströmung. Und wenn wir die haben, zum Luftaustausch, dann brennt auch ein Feuer wieder wunderbar und tatsächlich sogar in manchen Aspekten besser als auf der Erde. In den Anfängen der astronautischen Raumfahrt hat man gelernt, dass in der Schwerelosigkeit ein Feuer doch erhalten bleibt, aber man hat sehr schnell festgestellt, es brennt wesentlich schwächer als auf der Erde. Da hat man daraus geschlossen, wenn wir die Qualifikationsstandards aus der Luftfahrt nehmen, dann sind wir auf der sicheren Seite. Später hat sich dann herausgestellt, die Dinge brennen nicht nur schwächer, sondern sie brennen vor allen Dingen anders in der Schwerelosigkeit, anders als wir es gewohnt sind. Und dazu muss man vielleicht zunächst erklären, wie ein Feuer auf der Erde brennt. Wir kennen alle die Vorstellung eines brennenden Holzscheites, unten angezündet, die Flamme entwickelt sich über die Fläche nach oben und beginnt zu lodern. Die Flamme selber ist eine hauchdünne, sehr, sehr heiße Zone. Und weil sie sehr heiß ist, dehnt sie sich thermisch aus. Die Dichte nimmt sehr stark ab, dadurch nimmt ihr Gewicht ab und es entsteht ein Auftrieb. Heiße Gase steigen nach oben auf, frische Luft kommt von unten nach. Das ist die Geschichte, die Sie wahrscheinlich alle schon gehört haben. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Der wichtigste Teil fehlt. Der wichtigste Teil ist, dass aufgrund dieser hohen Auftriebsgeschwindigkeiten wir sehr starke Geschwindigkeitsänderungen auf kurzer Strecke haben. Das führt zu Scherungen
und das führt dazu, dass sich die Flamme faltet. Und dadurch kommt Luft nicht nur von unten nach, sondern kommt auch von der Seite nach. Und eine lange Holzscheit, ein langes Holzbrett, das brennt, die Flamme wird immer höher, wird immer länger, es kommt immer mehr Luft von der Seite dazu. Es gibt im Grunde keine Grenze für die Höhe der Flamme. Das ist in der Schwerelosigkeit völlig anders. Hier bleibt, es gibt kein Leicht und kein Schwer. Heiße Gase steigen nicht nach oben auf, ihre Dichte nimmt auch ab, das heißt, sie dehnen sich auch aus, aber es gibt keine Geschwindigkeitsunterschiede. Das heißt, die Luftströmung, durch die Klimaanlagen erzeugt, bleibt immer laminar geschichtet und es gibt keine Scherungen und es gibt keinen Sauerstoff, der irgendwie von einer anderen Richtung an die Flamme rantreten kann, als aus der Strömungsrichtung der Ventilation. Man hat versucht, diese Bedingungen auf der Erde nachzustellen. Immer wieder wurde das versucht, es gelingt nicht. Wir können die Bedingungen der Schwerelosigkeit am Boden nicht simulieren. Wir können zwar Versuche in Falltürmen machen, wir können auf Parabelflügen Schwerelosigkeit erzeugen. Für die Untersuchung von Feuern, feste Brennstoffe, die verbrennen, sind die Zeiten wesentlich zu kurz. Denn ein Feuer brennt langsam in der Schwerelosigkeit. Versuche auf der Raumstation selber sind ein bisschen gefährlich. Wenn wir das machen, was auch passiert, dann brauchen wir ein Containment zur Sicherheit, um das Feuer geschlossen zu halten. Wenn wir Kunststoffe anzünden, brauchen wir zur Sicherheit um das Containment noch ein Containment. Und damit gar nichts schief gehen kann, vielleicht noch ein Containment drumherum. Das führt am Ende nicht zu einer riesigen Apparatur, sondern zu einer winzigen Probe. Und die Probe besteht am Ende nur noch aus Rändern, die Verbrennung selbstverständlich sehr stark beeinflusst. Qualifikationstests werden am Boden gemacht, haben aber natürlich den großen Nachteil, dass die Bedingungen ganz andere sind als zum Beispiel auf der Raumstation. Vor 12 Jahren kam deshalb die NASA auf die Idee, Ehre wem Ehre gebührt, warum machen wir Versuche zur Qualifikation von Materialien und zur Erarbeitung neuer Qualifikationsstandards nicht auf unbemannten Raumtransportern, die Experimente, Versorgungsgüter zur Raumstation bringen, mit Abfällen beladen werden und beim Eintritt in die Atmosphäre planmäßig verglühen. Wenn sie eh diesem Schicksal entgegenfliegen, warum nutzen wir sie nicht, um Versuche an großen Proben, uncontained, ohne Sicherheitsgehäuse drumherum, auf dem Rückweg zur Erde zu machen? Ursprünglich wollten wir dafür das ATV der Europäer benutzen. Wir waren ein bisschen spät mit der Idee, das brachten wir nicht mehr unter und sind dann auf die Cygnus Transporter von Northrop Grumman umgeschwenkt, die inzwischen 14 Mal zur ISS geflogen sind. Und auf inzwischen 5 dieser Flüge haben wir Versuche an großen Brennstoffproben gemacht. Die Probe, die auf dem letzten Flug im Januar diesen Jahres entzündet worden ist, will ich Ihnen hier kurz erklären. Es ist eine Plexiglasprobe. Sehr viel Brennstoff, sehr mutig. So eine Probe ist bisher noch nie freiwillig außerhalb eines Triebwerkes im Weltall entzündet worden. Insofern war die Anspannung auch sehr groß, als die Probe entzündet wurde. Sie ist ein bisschen kompliziert geformt, denn die Qualifikationsstandards, die derzeit gültig sind, sehen einen Test vor am Boden. Eine Probe wird senkrecht gestellt, am unteren Ende entzündet. Die Flamme propagiert nach oben unter ING-Bedingungen. Und muss innerhalb 15 cm von selbst verlöschen. Wenn sie das tut, ist das Material Raumfahrt geeignet. Wenn sie das nicht tut, ist es nicht geeignet. Plexiglas selber stand noch nie im Verdacht, feuersicher zu sein. Ganz im Gegenteil, Kollegen von mir verwenden das als Treibstoff für Raketenantriebe, für hybride Raketenantriebe. Aber auf der ISS gibt es tatsächlich sehr viel Plexiglas, denn auch Materialien, die den Test nicht bestehen, dürfen verwendet werden, wenn man entsprechende Sicherheitsvorkehrungen trifft. Und da es leider für die Eigenschaften von Plexiglas keine Materialien gibt in bestimmten Aspekten, die das ersetzen könnten, gibt es relativ viel Plexiglas an Bord. Der Test, der Qualifikationstest sieht vor, dass die Probe eben sein muss und dass die Kanten gegen Verbrennen geschützt sein müssen. Wenn ich mir ein Raumfahrzeug vorstelle, das so aussieht, dann denke ich an einen Koffer, an einen Flight Case mit Aluminiumkanten und Aluminium-Ecken. Sie haben ein Bild von der Raumstation vor Augen, im Hintergrund sieht man es, das sieht ganz anders aus. Und deshalb haben wir uns dafür interessiert,
was machen eigentlich Strukturen mit der Feuerausbreitung? Diese Probe enthält Rippen unterschiedlicher Breite, erhabene Rippen unterschiedlicher Breite und sie enthält horizontale Rippen. Sie können sich vorstellen, ein Feuer, das man hier unten auf der Erde entzünden würde, würde die Rippe anbrennen und sehr schnell über die Rippen nach oben springen, von Rippe zu Rippe. An den vertikalen Rippen interessiert uns, wie propagiert die Flamme längs der Kanten. Um es kurz zu machen, das Experiment wurde auf dem Raumtransporter Cygnus am unteren Ende versucht zu zünden. Das war der Versuch, auf den wir ganz besonders gespannt waren, naheliegenderweise, und er ist gescheitert. Der Zünder hat nicht funktioniert. Auf dem Weg nach oben ist der Kontakt verloren gegangen. Wir waren sehr enttäuscht. Eine Weile später wurde dann ein zweiter Versuch gestartet. Der war auch so vorgesehen. Da wurde die Probe am stromaufgelegenen Ende, die Strömung kam von unten, am stromaufgelegenen Ende entzündet. Von dem Versuch haben wir uns eigentlich nicht so viel versprochen. Zu Anfang bekamen wir keine Bilder, sondern nur Daten. Und in den Daten stellten wir plötzlich fest, dass ein Thermoelement hier unten anfing heiß zu werden. Wir haben diskutiert, kann das sein, kann das sein? Und waren eigentlich alle gemeinsam der Ansicht, das kann eigentlich nur ein Fehler des Thermoelements sein. Aber wenn Sie sich das Video anschauen, das den Versuch zeigt, dann sehen Sie, wie schnell die Flammen gegen die Strömung, gegen die Luftströmung propagiert sind, sich ausgebreitet haben. Und Sie sehen auch, wenn Sie genau hinschauen, dass die Flammen eine endliche Länge haben. Und das ist besonders spannend, auch das war völlig unerwartet. Das heißt, die Flammen spannen keine brennende Fläche auf dem Weg nach unten, sondern hinter der Flamme verlischt das Feuer wieder. Das heißt, die Flamme selber, dadurch, dass die Strömung immer geschichtet bleibt, keine Scherung, kein Lodern auftritt, die Flamme selber schützt den Bereich hinter sich gegen Sauerstoffzutritt und damit gegen Verbrennung. Das klingt wie ein Vorteil, ist aber gleichzeitig ein großer Nachteil, was die Sicherheit angeht, denn die Flamme ist nach wie vor sehr heiß und unter ihr verbrennt sie das Material nicht, sondern lässt sehr viel Brennstoff ausgasen, der unter der Flamme mit der Strömung fortgetragen wird. Das ist etwas, was wir schon wussten. Ein Feuer in der Schwerelosigkeit raucht sehr viel mehr als auf der Erde und produziert große Mengen an Rauchgasen, die potenziell brennbar sind, denen nur der Sauerstoff fehlt, um sich zu entzünden. Sie kennen den Effekt des Flashover oder Backdraft auch auf der Erde, wenn in geschlossenen Räumen sich viel Rauchgas unter der Decke sammelt, man eine Tür öffnet oder ein Fenster platzt, dann kann es passieren, dass dieses Rauchgas plötzlich Sauerstoff bekommt und in einer großen Verpuffung sich entzündet. Diese Gefahr ist auf einem Raumfahrzeug viel, viel, viel größer. Man stelle sich vor, diese Rauchgase, die laminar geschichtet in dem Raumfahrzeug sich ausbreiten, diese Schichtung wird gestört, zum Beispiel, weil ein Astronaut Brandbekämpfungsmaßnahmen ergreift, weil er sich bewegt, die Luft verwirbelt und plötzlich hat die Flamme Zugriff auf Brennstoff und Sauerstoff. Oder stellen Sie sich vor, ein Feuerlöscher wird in Gang gesetzt, man spritzt in das Feuer hinein, bringt die Luft durcheinander. Die Frage ist, was ist schneller? Die Löschwirkung des Löschers oder das Einmischen von frischem Sauerstoff und die Verpuffung, ausgelöste Verpuffung. Diese Verpuffung haben wir tatsächlich auf dem Versuch auch gesehen, vor unserem Versuch wurde ein anderer Versuch durchgeführt. Unterhalb der Probe gab es eine fast ein Quadratmeter große Baumwollprobe, die verbrannt worden war. Und diese Baumwolle ist nicht vollständig verbrannt. Es gab hier unten ein Knäuel eines rußigen Restes und der hat die Anströmung auf unsere Probe ein bisschen gestört. Und das sieht man deutlich in den einzelnen Bildern von der Zündung. Die Zündung war dadurch verzögert. Es hat sich viel Rauchgas gebildet, das irgendwann gezündet hat und das in der Form einer relativ starken Verpuffung. Auch das ein Hinweis darauf, dass Löschmethoden in einer Raumstation gut bedacht sein müssen. Bis heute ist nicht klar, was die beste Methode sein wird. Eine Methode haben wir inzwischen entwickelt. Die hat uns selber zunächst viel Diskussionsstoff gegeben. Wir haben festgestellt, wenn wir die Strömung abschalten, verlöscht die Probe instantan. Also übertragen auf einen
bemanntes Raumfahrzeug, lass uns die Luftströmung abstellen, die Astronauten ziehen Fremdatmungsmasken auf, wäre eine Möglichkeit. Aber die Gefahr des Überschlagens von Flammen, der Störung der Strömung ist dadurch nicht gebannt. Deshalb haben wir festgestellt, wir erreichen viel, viel mehr, wenn wir die Strömung verlangsamen, deutlich verlangsamen. Das Feuer wird schwächer, erstens, die Flamme wird schwächer, zweitens, die Wärmeproduktion nimmt ab. Wir kühlen also quasi aktiv die Probe, obwohl sie noch brennt. Würden wir die Strömung abschalten, würde in der Schwerelosigkeit die Probe nur sehr, sehr, sehr langsam abkühlen. Selbst nach einer halben Stunde Abschaltung der Strömung haben wir festgestellt, ist die Temperatur der Probe von 330 Grad nur auf 320 Grad runtergegangen. 10 Grad in einer halben Stunde. Also die Probe gast immer noch aus und stellt immer noch Brennstoff zur Verfügung. Deshalb erzwungene Kühlung durch reduzierte Luftströmung ist eine Lehre, die wir gezogen haben, die eine gute Strategie zur Brandbekämpfung sein könnte. Auf der Internationalen Raumstation kommt es etwa zu einem Feueralarm in der Woche. Bisher waren alle diese Alarme Fehlalarme. Manchmal hat man Dinge gefunden, die den Alarm möglicherweise hätten verursachen können. Die Frage blieb aber offen. Auf der Raumstation Mir gab es ein großes Feuer und der deutsche Astronaut Reinhold Ewald hat schmerzlich erfahren müssen, wie anders Feuerlöschversuche auf einer Raumstation ausgehen können, indem er Wassernebel in das Feuer gesprüht hat. Auf der Erde, das Wasser, das wirksam wird, verdampft, steigt nach oben auf. Das Wasser, das zu viel ist, fließt nach unten runter, was auch gut ist. Auf der Raumstation dehnt sich der Wasserdampf in alle Richtungen aus und so auch auf Herrn Ewald zu, der sich heftig verbrüht hat. Die Moral von der Geschichte, das Beste ist, wenn man vermeidet, dass es zu einem Brand kommt. Die nächste Frage, der wir weiter nachforschen, ist, wie kann man ein Feuer am besten bekämpfen und die Raumstation dann danach noch funktionsfähig und lebensfähig erhalten.